Hallo Freunde des Kaliuto Sports, grüße euch. Ich sehe zwar aus, ich muss aber wieder Haare schneiden, aber ich bezahle keine 20 Euro für einen Männerhaarschnitt, also das ist schon ein Witz. Da machen wir mit der Maschine, da mache ich es mir selbst. So sieht das aus. Kollege und ich machen es selbst. Das Geld, was wir da ausgeben, das können wir mal für die Kiste hier reinstecken und ein bisschen Grillzeug. Also das ist schon, nö, da spart man einiges. Also tut euch selbst einen Gefallen, geht nicht zum Friseur, sondern macht es euch selbst. So, jetzt kommen wir zum Unboxing. Und zwar habe ich jetzt eine Powerbank gesponsert bekommen. Ja, geil, ey. Die Marke DIY. Ist neu im Kommen. Ja, sehr gute Bewertung auf Amazon. Und ich denke, ja klar, mache ich. Bin ich dabei. Also, das Licht ist vor mir. Und jetzt packen wir es mal aus. So, da haben wir das gute Stück, das gute Paket. Wurde schnell geliefert, das von Amazon kommt, wurde aber mit Hermes geliefert. Das war sehr schnell hier, muss ich sagen. Man hat ja die Dinge bei Amazon Prime zu bestellen. Aber ich bin einer der vorzüglichen Tester, die das nicht unbedingt brauchen. Da geht das auch so mal ganz schnell vonstatten. So. Was haben wir denn hier? Ach, komm doch mal raus. Seht ihr schon. Ach Mensch, das ist aber ein niedlicher Karton. Karton, Tong, 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 Tong. So. Da stehen wir schon. 26.000 mAh. 800. So. Ich habe auch eine andere, die nur 20.000 hat. Reicht aber vollkommen aus. Man weiß ja, dass so eine Powerbank. C-Anschluss, Typ A und C hat. Gucken, was auf dem Karton noch so abgebildet ist. Man sieht ja die üblichen Sachen, wo man es für verwenden kann. Genau. Ich war jetzt im Urlaub gewesen. Ich hatte zum Beispiel zwei Stück dabei. Eine, die man Solar laden kannst und eine so. Und die eine, dann habe ich dann halt immer im Zelt dann abends dann das Handy mit aufgeladen. Das funktioniert ja ganz gut. Da haben wir das nette Gerät. Und klein, handlich vor allen Dingen, es ist schön handlich, ja. Also wenn man überlegt, ne, das ist meine Flosse, und wenn man die jetzt so da drauf legt, auch geil, ne. Ist zwar ein bisschen dick, hat zwar ein bisschen Gewicht, aber das ist für eine Powerbank ganz normal. Die passt zum Beispiel in meine beheizbare Weste rein. Sehr gut in die Tasche sogar, geil. Die hat zwar jetzt kein Solar, da sieht man auch die Anschlüsse, Typ C. Das andere ist dieser Trapezanschluss. Damit lädt man die. Da steht ja auch innen drauf. Ne? 3.0. Ja, jeder weiß, 3.0 ist. Das heißt Schnellladefunktion. Das heißt, euer Handy hat jetzt mal 50% weniger von 100. So, dann siehst du das da dran. 30 Minuten, Handy voll. Also, Schnellladefunktion hat das Ding auf jeden Fall auch. Habe ich schon getestet. Funktioniert auch super. Ich habe es jetzt nochmal fürs Unboxing wieder rausgepackt, jetzt wieder eingepackt. Ist immer so ein Hin und Her. Ihr kennt das doch. Genau. Und ja, wie auch üblich, gibt es dann auch wieder die üblichen USB- und C-Anschluss. Also das heißt, ihr könnt alle möglichen Geräte, Tablets und so weiter damit aufladen oder iPhones. Und mindestens ja, 5-6 Mal könnt ihr auf jeden Fall ein Handy damit aufladen, bis die dann irgendwann mal anfängt zu schwächen. Selbst dann ist es vielleicht noch einmal drin oder so. Aber das für unterwegs und so weiter ist halt so eine Powerbank mal nicht schlecht. Ne? So, ja, 341 Gramm das nette Ding, also ist auch nicht gerade ganz so schwer. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was erkennen, da guckt man, da steht ein bisschen was drauf. Made in China, das meiste kommt heutzutage nur noch aus China. So, mal gucken, ob hier irgendwo da leuchtet, da sieht man zum Beispiel, ist fast voll. Also, ist schön, dass da so ein bisschen Licht dabei ist, dass man erkennen kann, was. Ansonsten ist es eigentlich sehr schlichtes Design. Sehr handlich zum Beispiel. Es gibt ja welche, die sind ja richtig lang, wie mein Handy zum Beispiel. Das ist Samsung, ne? Oder wie so ein. Ja, ähnliche Modelle fallen mir jetzt nicht ein. Da bin ich dann out. Ja, also, ne? Also das dafür. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank. Für die gesponserte Powerbank, dass ich die testen durfte. Ja, ich finde es richtig geil. Eine Powerbank mehr in meiner Sammlung, hat da auch mal was. Ich freue mich auf die nächsten Produkte. Ich kann es kaum erwarten. So, also es lohnt sich, die zu kaufen, wirklich, Leute. Die passen in jede Tasche. Hier habt eine kleine Dings. Schrumpftasche, so, pass, komm mal her, ich komm hier, zack.
ist verschwunden. Die nimmt nicht viel Platz weg, ist einfach kleinhandlich, könnt ihr so eine Tasche. Von der Schwere geht es eigentlich, wenn man meistens einen Gürtel trägt oder da hat eine Schultertasche, dann ist das alles, dann passt die da hundertprozentig rein. Dann halt hat man das hier noch dabei, dass man weiß, wie man sie bedienen soll, aber das weiß man ja eh, wie man damit umzugehen was. Überhitzungsschutz ist auch drin, das heißt, die kann nicht abfackeln. Auch nicht schlecht. Aber hey, safety first. Gehört einfach dazu, ja. So, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist eine Powerbank, jeder weiß, wie eine Powerbank zu handhaben ist, wie was man damit macht und so. Ich bedanke mich mal recht herzlich fürs Zusehen. Das war euer Virus. Ciao mit V.